So, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zurück bei mir, bei PB Flash. Was geht ab? Ja, ihr habt mitbekommen, ich bin seit 2 Monaten nicht mehr am Start. Das liegt daran, weil ich auch in den Streams schon gesagt habe, dass ich jetzt meine Abschlussprüfung habe. Also einfach mal, was laber ich, einfach Abschluss habe. Na, ja. Ja. Das würde ich seit 2 Monaten wirklich jetzt nicht mehr am Start, weil Lernen und so. Und da ist auch ein riesen Abstand dazwischen und so. Und ja. Ne? Auf jeden Fall, wann geht's weiter? Ist jetzt wahrscheinlich erstmal die erste Frage, die euch stellt. Am 1.7. werde ich einen Livestream machen. Was wir da machen, erkläre ich gleich. Ja. Was soll ich sagen? 28. bis 30. habe ich meine Prüfungen, also Deutsch, Mathe, Natur. In Mathe bin ich lost. Es geht, aber ich bin eigentlich lost. Deutsch bin ich gut und in Natur, das musst du nur lernen. Nein. Entweder lernst du Natur und du bist krass oder du lernst nichts und bist lost. Natur ist ein Lernfach, deswegen, das muss man nicht können. Ne? Ja. Wo geht's weiter? 1.7. das Wochenende danach können wir streamen. Bis 4. oder 5. 5. 7. oder 4. 7. Weil am 6.7. bis 10.7. bin ich in Hamburg, Abschlussfahrt. Ich gucke, ob ich vielleicht ein paar Sachen filme. Und Zugfahrt, alles Mögliche, ein bisschen filme. Wenn wir irgendwo sind oder so, einfach ein paar Highlights, dann haue ich das auf jeden Fall mit einem Video raus. Auf Instagram werdet ihr da auch ordentlich was sehen in meiner Instagram-Story. Kann ich ja dann unten in die Beschreibung reinschreiben oder verlinken. Ja. Danach kommt dieser ganze Schnack wie eine Woche Schule noch. Deswegen hat mich meine Lehrerin heute fast auseinandergenommen, weil ich gefragt habe, wofür brauche ich diese eine Woche Schule noch, wenn ich eh nicht mehr in die Schule gehen muss, weil ich meinen Abschluss ja schon habe. Scheiß drauf. Machen wir einfach. Wir machen da eh keinen Unterricht mehr, aber scheiß drauf. Ja, dann kommt die Abschlussfeier und dazwischen noch ein paar Sachen. Ja. Kommt die Abschlussfeier, da wird ordentlich reingefeiert. Das letzte Mal mit meiner Klasse, ich denke, da wird man jetzt auch nicht so viel davon sehen, weil ich denke nicht, dass ich da irgendwas reinschneide. Dann ist es over, dann ist die School over, Freunde. Einfach Ende mit der Schule. Dann gehe ich einen Monat inaktiv. Nein, Spaß. Einen Monat bin ich dann in Ferien. Ich gucke, ob ich da auch irgendwie streame oder so. Kommt drauf an, auf was ich Bock habe. Ich meine, es ist draußen schönes Wetter. All days gefühlt. Da kann man halt. Da hat man nicht jeden Tag Bock, dass man streamt, ja. Da hat man auch Bock, dass man noch mit seinen Jungs oder so rausgeht, wenn es heiß ist. Und man hat ja generell die letzten paar Monate einfach keine Zeit, irgendwas draußen zu machen, weil halt einfach dieser scheiß Abschluss ist. Und ich schwöre es bei Gott, ich bin so happy nächsten Freitag, wenn die Scheiße vorbei ist. Also nächsten Donnerstag, weil da freue ich den letzten, das wird Natur sein. Aber 1.7., Digga. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Tag verfluche oder ob es der geilste Tag wird. Wir werden nämlich von unseren Lehrern angerufen, ob wir in den mündlichen müssen. Ja? Wenn wir unter 3,0 Durchschnitt sind, in dem Quali- und Jahresfortgang, was wir abgeliefert haben, dann geht's, ja, dann geht's in den mündlichen Teil. Wenn du den verkackst, Digga, dann hast du Quali verkackt. Oder wenn du alles verkackt hast, Digga, rufen die gar nicht an. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, ich denke, mir wird auf jeden Fall Bescheid gesagt, ob ich es gepackt habe oder nicht, weil ich so mäßig eine Grenze habe, wann ich den nicht mehr packe und wann ich den packe. Ich darf mir eine 4 und 2, 3 noch erlauben, also beispielsweise Mathe 4, Deutsch 3 und Natur 3, aber das denke ich wird auf jeden Fall klappen. Das wird klappen. Ja, dann ist ein Monat halt diese Ferien. Danach geht es in die Ausbildung 4 Monate, wo ich auch relativ wenig live sein werde, weil ich keinen Bock habe, dass ich die Probezeit von meiner Ausbildungsstelle verkacke. Ja. Generell. Ich denke,
es wird auf jeden Fall was kommen. Ob da jetzt viel kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall am 1.7., ich wollte erwähnen, was wir da machen. 1.7. werden wir einen Livestream machen. Ich werde einen Livestream machen. Einfach Aufnahme gecrashed, richtiger Müll, Digga. Ich sage jetzt einfach noch schnell und dann, ja. 1.7. Livestream, wird nicht viel passieren. Wir warten, ob mich jemand anruft von der Schule oder nicht, ob ich meinen Abschluss bestanden habe oder nicht. Wenn nicht, Digga, dann hau ich irgendwas kaputt, Digga. Und wundert euch nicht, warum hier überhaupt ein Fernseher auf meinem scheiß Schreibtisch steht, Digga. Weil mein Monitor gerippt wurde, weil einfach von meinem Controller wegen FIFA einfach reingedonnert den Hund. Was soll ich euch sagen? Standard. Ne? Nein. Auf jeden Fall wird dann einfach ein Livestream kommen. Ich werde nicht recht viel mehr noch sagen. Ich mal gucken, was wir spielen. Minecraft, FIFA, ich weiß ja, Bruder, keine Ahnung. Das sehen wir am 1.7., was wir dann machen. Was ist denn den ganzen Tag mit diesem Motorrad, Digga? Auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, das war's soweit. Wir sehen uns, wenn ich wieder am Start bin. Und ja, wir sehen, was wir machen. Ich wünsche mir Glück, Freunde, für den Abschluss. Ey, ich weiß nicht mal, ob ich dieses Video jemals hochlade, Digga. Ich würde sagen, Havas jakte, beine machte, dort bin wieder ihr Kopf, ihr Kopf.